Servus Leute, zurück zu Let's Play Sunhaven. Ein neuer Tag, eine neue Runde. So, als erstes gießen wir mal. Und dann kam gerade ein Brief an, den habe ich leider schon gerade geschlossen. Aber der hörte sich interessant an. Eine Quest für das kommende Frühlingsfest. Von Bernard aus dem Rathaus. Das hört sich doch wichtig an. Und wir müssen ernten. Vieles zu ernten. Das sind Erfahrungspunkte. Frische Erfahrungspunkte. Sehr viele Erfahrungspunkte. Oh ja. Halt den Fisch. Der Fisch. Den nehmen wir auch mit. Erfahrungspunkte. Sehr viele Erfahrungspunkte. Gönnung, Gönnung, Gönnung. Wir brauchen ja noch ein bisschen was. Bis ich... Oh, die Chocoberries sind fertig. Sehr gut. Chilis sind wertvoll, Karotten, hier damit alles. Gut. Ja, damit sind auch die Pflanzen, naja, ziemlich gut vorangeschritten. Bald können wir mit den Pflanzen allen mal dem Museum einen Besuch abstatten und dann... Tja. Dann geht's ab. Beziehungsweise dann haben wir hoffentlich die Frühlingscrops erledigt. Und das wäre grandios. Ich brauche auch eine neue Kiste, ganz ehrlich. Ich brauche eine neue Kiste für Fisch. Für Meeresfisch hauptsächlich. Ich glaube, eine Kiste für Meeresfisch ist angebracht. Da unten noch mehr Chocoberries, weil die brauche ich ja für irgendein Viech im Wald. Damit es mir Platz macht. So, wunderbar gegossen ist. Erfahrungspunkte eintauschen für Letter from a Special Creature. Sieht aus wie die Viecher aus dem Wald. Ja, genau. Für All Crafting Tables. Mhm. Jawohl. Mist. Hätten wir mal vorher machen müssen. 4%ige Chance, dass ich extra Crops, also extra, ja, extra Loot bekomme von den Viechern. Von den Pflanzen. So, jetzt angeln wir mal die Fische hier. Oh, das war ein bisschen zu wenig. Perfekt! Headshot! Der Floral Trout. Ich weiß immer noch halt, was das mit perfekt und nicht perfekt überhaupt für eine Bedeutung hat. Muss ich zu. Ah, dort oben ist noch ein Fisch gekommen. Vielleicht gibt es mehr Erfahrungspunkte dann, wenn man perfekt macht. 22,1. Na, shit, ich dachte beim zweiten Mal beißt er an. Oh Gott. Oh. Bitterling hat mir noch nicht. 17. Hm. Weiß jetzt bloß nicht, ob das irgendeinen Effekt hat. Mehr Chance für Fische. Fishing is bringing from catching fish. Casting Speed ist jetzt. Okay, Catching Fish. Ja, Erfahrungsgewinn mehr erhöhen. Ich glaube, Catching Fish ist da besser als Collecting Fish, weil... ist dann mit der Zeit leichter. Ah ja, ich habe Adamant Keys. Das ist gut. Stimmt, das hatte ich ja als letztes vor. Aber, das ist es. Bernard says, we are short on fabric for this year's Lantern Festival. Tja. Lantern Festival. Lantern Festival ist das Fest am Ende des Frühlings. Ich habe es, glaube ich, irgendwo... Habe ich nicht hier einen Kalender? Wo habe ich einen Kalender? Ich habe doch, glaube ich, irgendwo einen Kalender oder sowas, oder? Habe ich nicht irgendwo mal einen Kalender oder irgendwas in der Art gesehen? Hm, auf jeden Fall. Gegen Ende habe ich da gesehen an diesem Kalender. Da war irgendein Event. Deswegen gehen wir mal zu Bernard und schauen, was er von uns braucht. Fabric ist jetzt nicht das, was gerade besonders bei uns in Massen vorhanden ist. Also ich kann seinen Mangel... vollkommen verstehen, weil ich habe auch einen Mangel an Fabric. So. Stone. Das ist kein Thema. Table. Wooden Table. Verlieren. Hm. Ah, hier ist ein Kalender. Genau. Ah, hier sind wir. Lantern Festival.
Schau, Lynns Geburtstag haben wir verpasst. Im Sommer gibt's Musikfestival, Summer Barbecue. Halloween ist im Herbst. Und das Winterfestival, aka wahrscheinlich, ja, irgendwas, keine Ahnung. Sehr schön. Okay, in einer Woche in-game ist das Lantern Festival. Moment, ist Topi irgendwo? Ah, Topi ist noch drin. Da kann ich, glaube ich, nicht rein, oder? Ah, wobei, die gehen jetzt gerade alle raus. Vielleicht kommt Topi gleich raus. Oder ich kann doch rein. Was gezeichnet? Topi, ich habe Steine für dich. Baue eine Brücke. Gib mir Kekse und... Ja, ist eigentlich egal. Nehmen wir das, was ich wahrscheinlich am wenigsten habe. Komische Musik hier drin. Die Kekse werde ich die Kekse verkaufen? Ich glaube, ich werde die Kekse verkaufen. Oh, ich habe jede Menge Früchte. Wobei, wenn ich schon so viele Früchte habe, also dabei habe, meine ich, dann kann ich die auch direkt abgeben. Dann muss ich nicht alle mitschleppen das nächste Mal. Das Spring Food Zeugs Bundle. Summer Crops. Alchemy. Winter Crops. Winter Gate. Ja, was ist denn? Fall. Flowers. Ach, hier drüben. Na, dann schauen wir mal. Okay. Ist vielleicht was in den Sommersachen schon drin. Warum ist das da drüben? Das ist so verwirrend. Wintercrops. Summer. Jawohl, ein paar Sachen sind hier drüben tatsächlich. Weil sie halt auch im Sommer genutzt werden können. Das ist gut. Das ist gut. Da haben wir doch schon einiges abgeliefert. So, mein Freund. Es gibt doch bestimmt eine Belohnung. Hm? Was? Hm. Frech. Wahrscheinlich. Nein, weniger als 10. Ich wollte gerade sagen, alle 10 gibt's was, aber. Es ist. Das habe ich auch noch nicht gecheckt, wann es mal Mana gibt und mal nicht. Hm, so, Bernard. Fuji, thank you. Thank goodness you showed up. I was beginning to worry. As my letter stated, we are short on fabric for this year's lantern festival. The supply in the town hall's attic was partly devoured by silk moths, unfortunately. A variety festival won't be quite as grand without a little outside assistance. We need 2 fabric for this year's festival to be successful. 2 bloß? Ach, du Schande. Okay. 2 Fabric. Muss ich zugeben. Bin ein bisschen enttäuscht. Hab's ein bisschen komplizierter erwartet, diese Quest. 2 Fabric. Machen wir doch mal. Ich weiß schon gar nicht mehr, was kostet nochmal Fabric? Fabric ist doch das, was man aus der Seide herstellt, nicht wahr? Dementsprechend gehen wir einfach mal in den Wald rüber. Und schauen, ob wir das farmen können. Bum, 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 bum. Eigentlich muss ich ja das Obst. Na, das Obst kann ich auch auf dem Rückweg mitnehmen. Also hier haben wir auf jeden Fall Wald. Genau, und auch Sachen, wo wir Fabric. Also Seide, wo wir Fabric herstellen können. Na dann. Auf geht's. Nein, damit. Das Leben der Bäume nehmen wir natürlich auch gleich mit. Jawohl, die Life Orbs Essenz. Ja, mit dem Essen. Das wird auch konsumiert. Kein Thema. Der Pilz sieht komisch aus. Gut, dass ich hier schon lange nicht mehr die Bäume gefällt habe, deswegen ist hier überall. Oh, dort unten. Dunkles Wasser. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass hier Dunkelheit ist. Aber mir ist aufgefallen, dass da ein Fisch ist. Mehrere sogar.
kommt denn der jetzt auf einmal her? Komm, Fischi, Fischi, komm. Ich rette euch aus der Dunkelheit. Da, ein weiterer. Er will gerettet werden. Verdammt, hier gibt's unendlich Fisch. Er strömt aus der Dunkelheit. Naja, angeln muss man auch mal. Ab und zu. Ha, das hat keinen Sinn. Oh, der Fisch ist verbuggt. Der kommt nicht an meinen Angelköder. Na gut, wir sind nicht hier wegen Fisch. War zwar ganz nett als Abwechslung, aber mehr auch nicht. Hey, mit eurem Pfeffer. Ach ja. Ich habe mal theoretisch diese Elite, das Elite-Viech, was ich da, Elite-Leafy, genau, dieses Blattmonster, zumindest versucht zu bekommen. Ja, es ist häufig gespawnt, aber ich glaube, hier habe ich ja gleich als erstes ein Trinket bekommen. Dieses Glück, ja, war mir leider nicht immer gegönnt. Ich würde gerne alle zusammenführen, um sie dann blitzen. Ja. Ist das nicht herrlich? Und wenn ich den Magieschaden noch höher machen kann, wäre das noch geiler. The Chain Lightning ist kein schlechter Spell. So, gibt es hier Bäume, die es wert sind, gefällt zu werden? Nein, aber maximales Mana nehme ich auch jederzeit. Nice. Himbeeren. Himbeeren, die auf Bäumen wachsen. Sehr delikat. Kommt, ihr Gegner. Eine feine Sache, nicht wahr? Aber ich glaube, hier bin ich durch. Hier gibt es gar keine Bäume mehr. Hier gibt es nur noch eine Menge Gegner, die ich dank der Magie niedermetzel. Fernkämpfer sind lästig. Huch. So, ja. Dank deiner Magie, Niedermetzel. Okay, hab viel zu viel Leben verloren. Ja, das ist gar nicht so leicht immer. Aber das ist gut. Und mehr Mana restoren, damit ich häufiger casten kann. So, der Wald, würde ich sagen, ist abgefarmt. Oh, na, lieber nicht. Ich habe jetzt genug. Will ich? Ich überlege gerade, will ich vielleicht mal... Moment, was war hier oben nochmal? Ah ja. Ah, perfekt. Da gibt es noch mehr. Ich glaube, da muss ich gar nicht mehr in den linken Wald. Prinzipiell, ich habe genügend Silk. Was, zwei oder... Zwei oder drei? Die in ein Fabric umgewandelt werden? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Was ich aber weiß, ist, ich nehme einfach hier alles mit. Und dann lasse ich mich von dem heimchauffieren. Wobei, das kostet Geld. Aber wir haben Geld. Ist es das wert? Ja, komm. Für die Aufnahme. Okay, das dauert mir zu lang. Ich weiß auch nicht, ob ich Hardwood brauche. Beziehungsweise, ich weiß noch nicht, für was ich es brauche. Bestimmt für Hauserweiterung und sowas. Da kann ich mir gut vorstellen, dass
zwar wie bei Stardew Valley und Harvest Moon, da braucht man auch viel Holz und Stein, um sein Haus auszubauen. Tatsächlich, da wo man das... Wo konnte man nochmal... Wie viel kostet das? 200? Nee. Das ist nicht wert. Hallo, 200? Bin ich rich? Oh. Ich muss einfach hinziehen. Ich muss gar nicht in die Nähe. Und der Blitz schlägt dort ein. Ich glaube, das wird mit der Zeit ziemlich mächtig. Geht's auch durch Wände? Jawohl. Ich sehe Gegner. Ich töte Gegner. Hervorragend ab sofort. Ja, ich werde zum Magier. Das war mir sowieso klar. Mit der Zeit war es mir klar. Magie ist immer OP. In jedem Spiel. In fast jedem Spiel. Anfangs... Ups. E. Okay, das ist noch ein bisschen blöd, mit den Tasten T zu finden. Anfangs, das ist wie bei jedem Spiel. Magier sind am Anfang immer super schwach, ist auch hier so. Du bist als Magier super schwach, weil dir einfach Mana fehlt. Was bringt es dir, einen Spell zu casten? Aber mit der Zeit und besonders, ich sehe jetzt nicht, dass es hier ein Limit gibt an Mana. Vielleicht ist es gecapped bei 999 oder so, aber es gibt kein Limit aktuell zu meiner Macht. So. Kurz mal schauen, gibt es irgendeine Quest? Oh, tatsächlich. Catherine hat eine Quest. Das ist ungewöhnlich. Catherine ist hier drinnen. Wenn ich es richtig bemerkt habe. Tatsächlich, sie hat eine Quest. Hey, Wuji, sind wir... Why do you need some to grow a Cinnaberry plant for me, but nobody has free plot? Okay. Kind of fertilizer that I would like to test. Will you try to... Okay. Ich habe keinen Platz mehr. Na gut, ich muss sowieso die Sachen essen. Für mehr Mana und zufälligerweise auch noch mehr Leben. Cinnaberries. Seed. Und ein Advanced Fire Fertigator. Growth Speed. Speed. Wir buffen uns. So lange wie das geht, buffen wir uns. Gut, danach müssen wir uns auch weiter buffen, weil hier Leben zum Beispiel wird ja auch gesteigert. Wie im echten Leben. Esst ein Kilo Äpfel und dann seid ihr super topfit. Und esst irgendwelche Beeren, dann seid ihr magisch begabt. Oder Pilze. Das wäre doch auch ganz witzig. Ich weiß gar nicht, wie viel das noch geht. Boah, voll wertvoll. Na gut, ich habe jede Menge Zeug gegessen, mich gesteigert und so. 230 maximales Mana ist schon mal eine Hausnummer, ja, damit kann man schon was anfangen. Oh, mit dem Blitz, da werden wahrscheinlich die Gegner auch in der Mine deutlich leichter. Die Feuerelementare, die hässlichen Fernkämpfer da. Ja, okay, dann machen wir mal hier einfach 5 Plätze für diese wunderbaren Sachen. Cinnaberries, okay. Mit dem Fertilizer. Und Crop, okay. Also brauchen wir erst die Cinnaberries. Eats. Und jetzt den Fertilizer.
In 5 Tagen. Puh. Catherine, das dauert. Sorry. Aber das mit dem Fabric sollte kein Thema sein. 2 Fabric. Ah, gut, dass wir so viel gemacht haben. Jawohl, das dauert eine Weile. In der Zwischenzeit. Kurz nochmal schauen. Ja, das ist immer noch hier. Catherine. Schade, dass das immer noch angezeigt wird. Wird es mir jetzt 5 Tage lang angezeigt? Das ist frech. Ich habe ja, glaube ich, noch ein bisschen Samen random gefunden. Oh, was ist das? Sugar Crane. Wo habe ich die? Achso, die habe ich angebaut, lol. Das habe ich angebaut. Das ist neuartig. Sonst, doch, da oben. Onions, das habe ich angebaut. Das habe ich natürlich angebaut. Dann haben wir Sachen zum Verkaufen. Die Kekse kann ich verkaufen, die brauche ich nicht zwingend. Fairy Wings haben wir, glaube ich, schon im Museum. Das haben wir auch schon im Museum, glaube ich zumindest. Ich hoffe es einfach. Ja, na, wobei, den Fisch verkaufen wir nicht. Den sammeln wir erstmal. Der ist neu, genau. Den habe ich noch nie gesehen. Dann nehmen wir mal aus dieser Fischkiste das Zeug raus. Das Zeug. Das ist die Fischkiste. Dann kommt auch das raus. Dann können wir das noch eine Weile auch als Fischkiste nutzen. Und das Zeug ist dort oben Platz? Dort oben ist Platz. Ah, da habe ich sogar schon ein... Ich habe da sogar schon Ei drin. Dann packen wir das Zeug erstmal hier oben rein, bevor ich... mir ein eigenes Kistensystem überlegen. Ah, Steine habe ich zu viele. Können wir 999 verkaufen. Ja, komm, Baumsamen kann man mal sammeln. Hardwood könnte man... Ja, nehmen wir hier Greenwood. Opa, 4 Tage. 5 Tage. Das können wir eigentlich alles pflanzen. 5 Tage geht auch noch. 4 Tage geht auch noch. Spring and Summer. Chocoberries geht auch noch. Das geht erst, wenn ich... Oder das macht erst Sinn, wenn ich... auch Bienen anbaue. Iron Keys brauche ich jetzt gerade mal nicht. Ja, Zaun. Zaun ist auch nicht so notwendig gerade. Gut. Dort unten waren, glaube ich, eher Materialien. Deswegen... Same. Gut. Das weiß ich noch nicht, ob ich das abgegeben habe. Ansonsten gibt es ein paar Sachen zu pflanzen. Karotten... ein Weizensamen, na gut. Mehr Chocoberries. Kann man hier unten hin machen. Da wächst schon wieder ein Baum, sehe ich. Muss das sein? Ja, muss ich alles irgendwie pflastern. Die Erde verdichten, was man ja im echten Leben nicht machen soll. Aber die Städte da unten machen. So, und die 2 Sachen gerne. Oh, das sind 11. Gut, machen wir es so. Das ist wie ein riesiger Acker, wo ich prinzipiell mich immer entscheide, will ich oder will ich nicht gerade was machen. Stellt euch vor, wie ein Bauernhof, wo ein Acker ist. Da wächst manchmal was, manchmal nicht. Aber komisch ist, dass hier tatsächlich kein Unkraut oder sowas, also das Unkraut, dass halt dieses Gras hier nicht wieder überhand nimmt bei den Sachen, weil das wäre natürlich, würde ich sagen. Oh, wir haben fast ein Level up.
Brauche ich mehr Samen. Gut, die Steine geben Geld. Stein gibt halt einfach mal solide ein Geld pro. Ein Gold pro Teil. So, und dann haben wir Nachmittag. Ah ja, das Fabric ihm bringen. Das sollten wir schaffen. Wenn wir es einsammeln können, dann können wir hier oben unseren Weg gehen. Sollte schneller sein. Und dann haben die Leute hoffentlich zumindest genügend. Wozu braucht man Fabric, um Laternen zu machen? Sind die aus Stoff gemacht? Möglich. Ich merke auf jeden Fall, das Reittier vom Frühling, das kriege ich nicht. Dafür habe ich zu wenig von diesen komischen Blättern. Jawohl. Danke. Jawohl, Gold. Farming Speed, das ist das Level Up. Jawohl. Ah, hier war das. Haus. Kann ich nochmal ein Haus bauen? Bahns. Ich kann eine Bahn kaufen, aber meine Capacity wird erhöht. Ja, an die Tierzucht, da müssen wir eigentlich auch mal einsteigen. Besonders wenn man hier richtig liest, dass es automatische Collectors und Feeders gibt, dann sind ja Tiere recht simpel. Man muss halt bloß fürs Futter aufkommen wahrscheinlich. Aber der Rest ist, wie der Name sagt, automatisch. Gut, dann nutzen wir die Zeit. Es ist zwar schon spät, wohlgemerkt, aber nutzen wir doch die Zeit und gehen schnell noch in die Mine, um vielleicht noch ein paar Schlüssel zu farmen. Beziehungsweise Materialien für die. Weil ich kann ja mit den Adamant-Schlüsseln kann ich auf jeden Fall die Tür öffnen. Außer ich sehe hier Adamant. Ja, da ist welches. Da sind schon ein paar gute Materialien. Oh ja. Das ist schon nice. Stimmt, und ich glaube, ich war noch nicht mit euch hier drin, seit ich das letzte Mal den Skill habe, plus 3 Mana zu bekommen für Steine, die ich zerhaue. Leider nur Steine, also hier so Erze nicht, aber haben oder nicht haben. Ich sehe kein weiteres Adamant in meiner Nähe, deswegen gleich in die nächste. Da kann man mal eine Kiste spawnen. Adamant Key, die 22. Ebene ist dauerhaft freigeschaltet. Ich war schon am Ende, aber da braucht man auch einen Adamant Key. Also weiß ich jetzt, man muss alle Ebenen freischalten, um überhaupt auf die nächste zu kommen. Weil den Adamant Key kann ich nur einsetzen. Ich sehe hier nichts und da nichts. Also nächste Ebene. Man muss immer alles freischalten, um weiterzukommen. Not Style, das. Oh ja, jetzt. Das wollte ich auf jeden Fall rausfinden. Mit meiner Magie. Sollte. Das war der falsche Spell. Ja, ein One-Shot sogar. Und hier ist sehr viel Erz. Ich brauche noch Adamant für weitere Schlüssel. Ich habe erst 7 Schlüssel, deswegen brauche ich ein bisschen mehr. Das ist sehr praktisch. Ich sollte mal den Skill verteilen. Das habe ich gemacht. Crafted Armor, Grants Bonus Gold. Das ist meins. Drop Fire Crystal. Damage gegen die. Ja, genau, das ist nicht schlecht. Damage. Increase Crafting. Gain Bonus each day. Item Big Range. Long Arm. Finde ich gut.
muss ich nicht so nah an die Sachen rangehen, damit sie aufgesammelt werden. Stirb! Ich brauche mehr Mana. Dann kann ich hier durchbrutzeln. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir auch alles mit. Den brauche ich nicht, den Magma. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Nicht wirklich. Nein. Adamant. Belastend war das. Belastend. Oder belastend ist es immer, wenn ich die falsche Taste drücke. Warte mal, welche Tasten sind belegt? Q. Q ist, glaube ich, viel cooler. Ich sollte auf Q den Chain Lightning setzen. Und auf R setze ich Vakuumlus. T. F. F lieber das und nein. F lieber das und T lieber das. Was gibt's denn noch? Bubble Net Critter. Quitching any fish that is true. Oh, lustig. Rain Cloud, die ist wichtig. Increase armor for one on the same map and heals them over time. Das ist nicht schlecht. Dealing damage to all enemies. Der Feuerball habe ich ja nie gemacht. Spitting one gun must have moved and it's been causing heavy damage to all enemies you collide with. Okay. Hauptsächlich Angriffsspells noch. Aber gut, Regen ist jetzt kein Angriffsspell, aber was wollte ich jetzt hier? Ah ja, Erdbeben. Erdbeben auf T. Ja. Ich sehe von hier aus nichts, was ich in der Nähe erreichen kann, deswegen weiter geht's. Erstmal das Adamant. Oh, ich habe schon genug Adamant-Ohr für die nächsten Schlüssel. Oh, ja. I like very much. Oh ja, I like very much. Was war jetzt noch der neue? Der R. Hier dort oben. Sterbt. Ja, können jetzt habe ich keinen Mana mehr. Das ist der Haken. Ich brauche mehr Mana oder mehr Mana Regeneration. Das ist. Ich habe noch nicht mal. Meine Rüstung. Gut, als Magier kann man jetzt auch sagen. Es gibt ja Magierrüstung, stimmt. Die muss ich mit dem. Oh, da drüben sind auch noch Ors. Nicht wenige. Es gibt ja prinzipiell Magierrüstung angeblich. Die muss ich mir doch mal genauer anschauen, was man da craften kann. Ja, rostiger Schlüssel. Ich brauche dich nicht, rostiger Schlüssel. Ziel ist nur, die Ebenen freizuschalten, tatsächlich. Mehr nicht. Gut, die Sachen hier nehme ich auch mit. Im Worst Case sind es Wertgegenstände. Ah, stimmt, ich brauche das Mana. Steine zerstören, ich brauche Mana. Das nenne ich Mana-Regeneration. Und jeder Stein, der zerstört wird, ergibt auch ein bisschen Gold. Weil irgendwann werde ich sie verkaufen. Mithril-Bars, ne? Oh, das ist Adamant, sage ich euch. Das ist auf jeden Fall Adamant. Die sind wichtig, dass sie sterben. Die anderen, die Bugs, die sind, naja. Ja, aber die können auch sterben. Das macht das Leben in der Mine um einiges angenehmer mit dieser Blitzfähigkeit. Und gut, dass ich sie jetzt auch gecheckt habe.
Ich bin immer nah an die Gegner ran, weil ich dachte, ich muss nah an den Gegnern sein. Hat der Gegner nichts hier gedroppt? Schwach. Stattdessen kann ich aus der Entfernung alles wegböllern. Stirb, Flame-Impf, stirb! Schade. Ja, ein bisschen Damage fehlt noch. Zumindest um auf dieser Ebene alles wegzuböllern. Mit One-Shot. Das war doch erfolgreich. 42 Adamant. Ach du Schande. Ich habe schon fast so viel, wie ich eigentlich bräuchte, um die Schlüssel zu craften, alle. Nein, Moment, ich habe mehr, oder? Kostet noch einer? Was heißt das? War das der letzte? Nee, das war der vorletzte. Jawohl. Ganz in der Nähe gleich weitere Adern. So liebe ich's. Mehr ist nicht in meinem Blickwinkel, deswegen noch habe ich einen Schlüssel. Jetzt, glaube ich, sind meine Schlüssel aus. Ja, da sehe ich Eisen auf jeden Fall und dort unten sehe ich Adamant noch. Kurz mal schauen, aber ich glaube, ich habe keine Schlüssel, genau. Schade, wir sind noch nicht auf Mithril-Ebene. Ups. Eigentlich zielte ich auf den, aber gut. Soll mir recht sein. Mehr interessant sehe ich aber eigentlich nicht. Noch ein paar Steinchen mitnehmen. Beziehungsweise Mana fürs schnelle Heimlaufen, Heimjumpen. Und dann haben wir es geschafft. Oh shit. Na. So viel damals geschafft. Na gut, dann gehen wir halt noch eine Ebene. Da gibt es dann Mithril. Ich glaube, auf der Ebene beginnt es mit Mithril. Jawohl, Diamanten und dann ist hier auch normalerweise Mithril. Und wahrscheinlich auch stärkere Gegner. Geht. Keine stärkeren Gegner. Sehr gut. Kann man mehr Mana oder mehr Kämpfe spammen. Mehr Sachen spammen. Im schlimmsten Fall gibt es halt alles Geld, gegen die zu kämpfen. Interesting. Sehr interesting. Du störst mich. Störe meine Kreise nicht. Ah ja. Deswegen bin ich eigentlich hier auf der Ebene rum. Am Rumsuchen. Mithril! Ey, das ist jetzt so ein noch eine Ebene. Oh, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Aber, ja, gucken, ob vielleicht einfache Adern zu finden sind, schadet nicht. Zur Not habe ich eigentlich das Achievement schon fürs Umfallen. Beziehungsweise für, es ist 12 Uhr. Und ich bin noch nicht im Bett. Ich weiß nicht. Ich glaube, da gab es nämlich ein Achievement. Jetzt muss ich doch auf die letzte Ebene nochmal schauen. Könnte ja Mithril sein. Das können wir gebrauchen. Ja, da ist Mithril. Ha, 11 Uhr. The greed is real. Ich muss schnell schauen. Da ist kein Mithril. Kein Mithril in Sicht. Geld nehme ich mit. Okay, raus hier. Schnell nach Hause, ins Bett legen und gut ist. Ja, mehr wird hier nicht mehr passieren. Ich gehe jetzt heim, lege mich ins Bett und ein neuer Tag geschieht, in dem ich neue Schlüssel habe und dann endlich auf die Mithril-Ebene kann. Ja, in dem Sinne würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen und ciao,
Bis zum nächsten Mal.